Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Stefan, du siehst doch, dass ich gerade die Angebotsprospekte vom Penny, Lidl, Kick, der Döneroase, Alis Hähnchengrill, Uschis Nagelstudio und wir kaufen dein Auto beste Preisvergleiche. Entschuldigung, das sah so aus, als würdest du arbeiten. Weil ich so konzentriert wirke? Nee, weil du dich da auch immer verzettelst. Vom Aldi-Papierprospekt muss ich mich jedenfalls verabschieden. Das wird ab morgen eingestellt. Schade. Weil du auch was zum drin Blättern brauchst und gern deinen Daumen anleckst? Nee, wenn es das Aldi-Prospekt nicht mehr gibt, muss ich am Frühstückstisch mit meiner Frau sprechen. Einmal die vier und haben Sie schon die neue Bäckerblume? Momentchen mal bitte. Stefan, ich halte jedenfalls lieber die gedruckte Ausgabe in der Hand statt so ein Internet-PDF-Ding. Was mich wundert. Wieso? Sonst kannst du doch mit Druck auch nicht umgehen. Digitale Prospekte sparen nicht nur Geld, sie schonen auch die Umwelt und der Handel erhält auch Aufschluss darüber, wann Kunden den Prospekt öffnen, wie lange sie blättern, wo sie anfangen zu lesen und wann sie aufhören. Das wäre ja dann doch auch was für Ankes Tanke. Auf alle Fälle. Weil du dann in den Angeboten der Woche rumblättern kannst? Nee, hier müsste man mal andere Seiten aufziehen. Macht 931 Euro, sammeln Sie Druckpunkte, haben Sie eine Flyer-Alarm-Card oder sind Sie im Mac-Paper-Club? Nein. Dann danke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH. Jetzt als Podcast abonnieren. Bei uns im Web und in der App.